Leihspieler Ikone Ronaldo auf dem Transfermarkt? Was macht das überhaupt für einen Sinn? Wir haben heute eine neue FIFA Talk Episode am Start. Let's go! Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Heute eben, wie gesagt, eine neue Episode FIFA Talk. Das heißt, wir reden heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Was ist neu? Was hat sich verändert? Was ist in den letzten Tagen so passiert? Und falls du das öfter sehen willst, dann lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Falls du neu bist, kannst du natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir gehen jetzt auch schon direkt rein mit dem ersten Thema. Und zwar geht es hierbei darum, wie man einen guten Spieler an einem Pack erkennen kann. Und zwar hat Smaxi dazu ein Video gemacht. Grüße gehen natürlich raus an dich, Chris. Wie man eben vorher schon erkennen kann, ob es ein guter oder ein schlechter Spieler wird. Und zwar erkennt man, wenn sich das Pack öffnet, auf der Seite an diesem Schlitz, wenn dieser aufleuchtet, ob es ein guter oder schlechter Spieler wird. Das heißt, wenn dieser Schlitz aufleuchtet, dann ist es ein 83+ Spieler und dann kommen auch diese Leinwände raus. Und wenn zwischen der Nation und zwischen dem Verein, also zwischen Nation und Wappen vom Verein, wenn da eine kleine Ladepause ist, dann ist es ein Walkout. Das ist so kurz zusammengefasst. Ich verlinke euch das Video vom Smaxi natürlich auch in der Beschreibung. Checkt das gerne mal ab. Okay, wir gehen rein zum zweiten Thema und zwar, kann man Points von FIFA 17 zu FIFA 18 übertragen? Ja, das kann man. Ich bin reingegangen in FIFA 18 das erste Mal und da ist natürlich direkt die Meldung gekommen. Willst du deine Points von FIFA 17 zu FIFA 18 übertragen? Ja oder nein? Ich habe natürlich auf Ja geklickt und hatte dann eben die 5000 FIFA Points, die ich in FIFA 17 noch oben hatte, auch in FIFA 18 drinnen. Leider konnte man die in der Web-App noch nicht abrufen, aber eben in der Vollversion dann eben schon. Das heißt, merkt euch, falls ihr dieses Jahr am Ende in FIFA 18 noch Points übrig habt, haut die nicht unnötig raus, sondern lasst die einfach auf dem Account und holt sie euch dann sozusagen in FIFA 19 wieder. So, nächstes Thema, das dritte schon von 5 Stück. Und zwar geht es hier um den Loyalitätsglitch. Der funktioniert in FIFA 18 wieder. Der ging auch in FIFA 17. Und zwar muss man da ja ins Team of the Week gehen, beziehungsweise gegen das Team of the Week antreten und dann eben das Ganze verlassen und das eben 10-mal machen, sodass die Spieler Loyalität haben. Die Bilanz wird dadurch nicht schlechter. Das heißt, du bekommst keine 10 Niederlagen. Wie das genau funktioniert, dazu habe ich natürlich auch ein Video für euch in die Beschreibung gepackt. Ey, heute rushen wir richtig schnell durch. Wir sind schon beim vierten Thema und zwar, wie kann man eine eigene Karte in FIFA 18 erstellen? Es ist möglich, seine eigene Karte in FIFA 18 zu erstellen, mit dem eigenen Gesicht, mit den eigenen Werten, mit dem eigenen Wappen und so weiter und so fort. Und das geht natürlich über eine Website, die heißt FIFA Roasters. Und wie das eben genau geht, wie man es perfekt machen kann, da habe ich euch auch ein Video verlinkt. Und zwar von einem richtig guten Kollegen von mir, und zwar vom Gustav. Rightline FIFA, Grüße gehen natürlich raus auch an dich. Lass ihm auch gerne ein Abo da, der ist echt underrated as fuck. Also der hat echt was drauf und deswegen gönnt ihm auf jeden Fall ein Abo, falls ihr dort mal vorbeischaut. Und der zeigt euch eben ganz genau, wie ihr eine Karte von euch selbst erstellen könnt. Also dann habt ihr sozusagen eine eigene FIFA 18 Karte. Ja, das ist schon ziemlich nice. Und das Video solltet ihr auf jeden Fall abchecken. Und dann sind wir jetzt auch schon beim letzten Thema angelangt. Und das ist das aus dem Intro. Und zwar gab es kurzzeitig Icon Ronaldo als Leihspieler auf dem Transfermarkt. What the fuck, das macht überhaupt keinen Sinn. Da hat EA schon mal zu Beginn von FIFA 18 richtig rumgepackt. Und zwar hat irgendjemand seinen Leihspieler Ronaldo für 5 Spiele auf den Transfermarkt stellen können. Dieser Spieler ist natürlich logischerweise untradable. Erstens mal, weil du ihn aus diesem Pack am Anfang ziehst und der bei der Icon Edition dabei ist sozusagen. Das heißt, allein deswegen ist er schon untradable. Und er ist natürlich ein Leihspieler. Einen Leihspieler kannst du doch nicht auf den Transfermarkt stellen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ein Leihspieler ist immer untauschbar. Aber es gab eben diesen Fail, dass der Leihspieler Ronaldo auf dem Transfermarkt war. Und das habe ich selbst aufgenommen, das Video. Also ich habe das selbst nachgeschaut. Das heißt, ich kann zu 100% bestätigen, dass der wirklich auf dem Transfermarkt war. Das Ganze hat auf der PS4 stattgefunden. Und das ist schon echt richtig, richtig crazy. Und dann war es eigentlich auch schon wieder mit dem heutigen FIFA-Talk. Falls er dir gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Falls du neu bist, wie gesagt, lass gerne ein Abo da. Hoppala. Ja, das war natürlich nicht gewollt. Und dann würde ich sagen, war es eigentlich auch schon wieder. Mir macht es auf jeden Fall Bock, im Moment Videos zu machen. Mein Zivildienst beginnt natürlich jetzt demnächst. Aber ich werde probieren, trotzdem weiter Videos zu machen und Gas zu geben. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ja, check gerne die Links in der Beschreibung ab. Und habt immer High Hopes. Und ich kann nicht reden, Alter. Wieso verkacke ich das Ende immer? Wieso verkacke ich das Ende immer? Ich wollte am Anfang sagen, die Verabschiedung war so behindert. Daraus ist dann geworden, dass ich fast gesagt habe, die Behinderung war so verabschiedet. Ja? Genau andersrum.
Also, das war's mit dem Video und ciao.